Und im Dessert gibt es ein Bier-Tiramisu mit Äpfeln. Tiramisu mit Bier. Also gefühlt kann das nicht schmecken. Wie wird das hergestellt? In dem Fall kein Kaffee, wie man sonst immer macht, sondern mit Bier mit Apfelsaft gemischt, weil wir ja mit Äpfeln machen. Das heißt, diese zwei Formen wird bitte mit Biskuits ausgelegt. Dann werden die getränkt mit der Flüssigkeit. Dann kommen diese Äpfel drauf. Da kann man noch abschmecken mit Zitronensaft, bitte eine Zitrone auspressen. Dann bitte 6 Eier trennen. Das waren ja die Äpfel, die waren mit Zucker leicht karamellisiert, dann mit Apfelsaft abgelöscht und diese Apfelwürfel darin weich gedünstet. Jetzt tun Sie bitte die Eier trennen. Hier das Eiweiß da drüben und hier das Eigelb. Bitte zu herstellen. Und beim Bier langsam, die Hälfte etwa. Oder so von der Seite. Dann haben wir hier Löffel zum Probieren. Super. Jawohl. Und dann ist es so gedacht, diese Äpfel, die verteilen Sie noch ein bisschen hier drauf. So. Okay. Dann kommt hier Puderzucker, wird mit Eigelb schaumig gerührt. Dann brauchen wir hier nochmal eine Zitrone. Das kommt zu der Mascarpone-Creme dazu. Rühren, ja. Ich mach's schon. Ich mach's jetzt gemeinsam. Machen wir gemeinsam. So, Sie müssen aber da Zucker hineintun. Den Zucker nach und nach dazugeben, nicht alles auf einmal. Damit es schöne cremige Masse wird. Kommt jetzt da rein. Und Bier. Die Gelatine können Sie wieder ausdrücken. Ja. Mit dem Bier auflösen, bitte. Da ziehe ich dann alle Zucker rein. Funktioniert es bei euch? Ah ja. Wir haben ein bisschen gekämpft. Ja, das ist okay. Darf ich schnell? Ich muss abwischen. Wunderbar. Jetzt kommt die zerlassene Gelatine da hinein. Also die Gelatine in Bier aufgelöst. So, jetzt dürfen Sie aufhören bitte und die Sahne schlagen. So, was wir jetzt machen müssen ist hier alle Sahne. Dann Ei bitte. Eiweiß dazu. Schön cremig. Und dann einfach schön so unterheben. Was machen die immer besser? Ein Wirbel mit dem Unterheben? Ja, so. Ja, also ich mache das jetzt so und dann schüttle ich die Schüssel ein bisschen, sehen Sie? Aha, okay. Und dann, das ist der Trick. Und dann muss man aufpassen, dass man alles gleichzeitig reintut. Also alle Sahne auf einmal und dann erst rührt. Ach so. Nicht während Sie die Sahne reintun, einfach weiter rühren. Aha. Dann kann es Ihnen nämlich sein, dass es gerinnt. Aha. So wie ich es gerade gemacht habe, dass Sie alles auf einmal reintun und dann schnell unterrühren, bitte, okay. Weil also sobald Sie ja, ja, ist es die Kunst. So, genau, nicht zu lang, nicht zu, nein, aha, okay. Weil das Problem ist nämlich, wenn Sie die Sahne hier reintun, die ist ja relativ kühl, aha. Und wenn Sie dann, die Masse ist ein bisschen erwärmt durchs Aufschlagen, wenn Sie das dann zu langsam rühren, dann kann es sein, dass es gerinnt. Okay. Also, das ist das. Einfach schnell so jetzt weiß ich, was und auch vom Rand unterheben und am besten ist immer so eine Schüssel, aha, zum gut zum Rühren. So, jetzt bitte das verteilen und dann geht es ab in den Kühlschrank. Einfach drüber leeren, bitte. Genau. Dann geht das Tiramisu, muss ja ca. 2 Stunden im Kühlschrank stehen, damit es auch fest wird, weil ja Gelatine drin ist und die muss ja erkalten wieder. Dazu trinkt man auch dieses Bier. Einmal der Celebrator, dieses dunkle bayerische Starkbier, was ja in dieser Trinkflüssigkeit drin ist, damit die Löffelbiskuit auch schön noch also schlonzig sind, wie man sagt. Und im Tiramisu selber ist der helle Weizenbock. Das heißt, wir haben ein bisschen in die Mascarpone-Masse mit dem hellen Weizenbock dazu getan und die Gelatine haben wir mit dem hellen Weizenbock geschmolzen. So, zum Fertigstellen wird es mit Kakao bestreut und dann kann man es anrichten. Also das ist jetzt unser Bier-Tiramisu. Das wird so ausgestochen, so auf den Teller. Und viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de